Wunderschönen guten Morgen. Good morning, everybody. Hello to India. Hello, Kuldeep. Hello, Tomal. Hello, Manish Nasa. Is it right? Sangeeta and Servus Werner. Schön, dich auch zu sehen hier in dieser Runde. Zunächst eigentlich ganz aktuell, Titel die Bild, ist Indien wirklich besser als China? Kanzler Scholz war ja jetzt in Indien und Indien ist großes Thema in Deutschland. So to say in English, Kanzler Scholz traveled to India and the question is India better than China? And how is the relationship between India and Germany? What can we do? How should we, or why should we focus on India? And so I'm very happy to say hello to Tomal, directly to New Delhi. And he's traveling, he's normally living in Germany, ambassador for us there. And together with Kuldeep, they are our German Mittelstand ambassadors. So Tomal, what's going on in New Delhi? What's going on in India? How about the relationship between India and Germany? What should we focus on? Yeah, so I would say we will switch to German, right, Andy, as we discussed in the beginning. So schönen guten Morgen nach Deutschland und dann Namaste aus Indien. Wir haben jetzt gerade hier momentan 13 Uhr, also 4,5 Stunden Unterschied. Das heißt, die erste Tageshälfte habe ich jetzt schon rumgebracht, wo es bei euch jetzt gerade momentan startet. Ja, auf deine Frage zurückzukommen, Andy, also es passiert sehr, sehr viel hier. Also ich bin jetzt seit ein paar Tagen jetzt hier in Gurgaon, das ist südlich von Delhi, sag ich mal, IT-Hub gewesen, Automotive-Hub gewesen. Insgesamt viel, viel Aktivität, was hier ist. Also ich kann mal kurz mal ausholen. Indien als Land ist derzeit ohnehin eine der am schnellst wachsenden Volkswirtschaften der Welt und man sieht das, man fühlt das. Also man muss halt wirklich hier vor Ort sein. Wir sprechen von einem aktuellen prognostizierten BIP-Wachstum von knapp 12%, was natürlich jede Menge ist. Wir müssen auch natürlich mit berücksichtigen, dass global die Covid-Pandemie war und entsprechend trotz allem dieses Land doch sehr, sehr, sehr schnell wieder aufgestanden ist. Und auch die Menschen sehr, sehr kreativ sind und entsprechend das auch widerspiegeln. Ne? Das heißt, das Land hat ja grundsätzlich Indien eine große und wachsende Mittelschicht. Ne? Also es ist eine sehr, sehr junge und auch gut ausgebildete Arbeitskräfte, die es hier im Markt gibt und hat einen natürlich sehr spannend, schnell expandierenden Verbrauchermarkt. Ne? Das heißt, die Masse ist tatsächlich in diesem Land. Man merkt es, wenn man in einer Straße mal entlang fährt, einfach nur mal schaut, rechts und links, wie viele Malls es hier einfach gibt, wie viele Läden es gibt. Ne? Also es ist schon sehr, sehr spannend, das zu sehen. Aber für uns, ne, für den German Mittelstand, ist es natürlich auch wichtig, aus der Perspektive zu schauen. Und das bietet ja entsprechend dem deutschen Mittelstandsunternehmen erhebliche Geschäftsmöglichkeiten. Ne? Also diese junge und schnell expandierte Verbrauchermarkt, ne? Entsprechend diese junge, große, wachsende Mittelschicht, um entsprechend die Geschäftsaktivitäten international auszubauen. Ich kann euch mal ein Beispiel geben. In den letzten Tagen, also die Straßen sind immer noch vollgepflastert. Ich werde zwei, drei Bilder nochmal zeigen. Ich habe mal ein paar Fotos gemacht, was ich ganz spannend finde, weil mit Bildern kann man mehr erzählen. Und eine der jüngsten Entwicklungen, und das zielt auch auf den Artikel von der Bild-Zeitung ab, unter anderem, also der Bundeskanzler Scholz war ja jetzt vor kurzem hier in Indien. Und eine der jüngsten Entwicklungen, die Indiens Potenzial als Geschäftszentrum hervorheben, ist der G20-Gipfel, der G20 Summit, was kürzlich eben hier in Gurgaon stattgefunden hat. Und das Ziel von dem Gipfel war, das globale Wirtschaftswachstum und die Zusammenarbeit zu fördern. Und das sieht man entsprechend dann auch zwischen den einzelnen Ländern und Deutschland insbesondere und ganz besonders. Wir hatten jetzt gestern zum Beispiel einen Termin in der deutschen Botschaft gehabt mit dem Wirtschaftskonsul und das Signal ist tatsächlich da, sie wollen entsprechend deutschen Unternehmen die Tür öffnen, Möglichkeiten bieten, Vorteile bieten, als auch von der anderen Seite, als Bundeskanzler Scholz hier im Land war, entsprechend auch Fachkräfte für Deutschland. Also das ist, sag ich mal, ein Geben und Nehmen, wenn man das, sag ich mal, so flapsig betiteln darf. Aber man sieht entsprechend, das ist ein ganz, ganz wichtiges Signal zum Brückenbau. Und ich sag mal, dieser globale Wirtschaftswachstum und diese Zusammenarbeit, um dieses zu fördern, ne, und die Rolle von Indien, die ja wirklich ein sehr, sehr wichtiger Akteur ist in der globalen Wirtschaft, das war auch Teil von diesem G20 Summit,
von dem G20-Gipfel, was auch nochmal die Möglichkeiten geboten hat, auch deutsche Mittelstandsunternehmen mit anderen Unternehmen in Kontakt zu treten und auch entsprechend potenzielle Partnerschaften zu fördern. Und natürlich geht halt natürlich auch nichts ohne die Unterstützung von der Regierung. Das ist ganz, ganz wichtig, gerade in so Ländern, asiatischen Ländern, gerade auch in Indien. Ne? Das heißt, die indische Regierung an sich, die unternimmt ja auch Schritte, um eben das Land für ausländische Investoren attraktiver zu machen, wie anfangs erwähnt. Also gerade auch für deutsche Unternehmen, gerade auch für deutsche Mittelstandsunternehmen. Und kürzlich hat ja auch Indien seine Platzierung im Ease of Doing Business Index, wird von der Weltbank herausgegeben, oder der Index wird von der Weltbank entsprechend gemessen für Unternehmen, hat die Position verbessert und vereinfacht. Ne? Und da gibt es dann verschiedenste Initiativen, die die indische Regierung gestartet hat, um entsprechend ausländische, also auch deutsche Investitionen in Schlüsselsektoren wie Fertigung, Infrastruktur und erneuerbare Energien zu fördern. Kuldeep und ich und Javikesh, wir sind jetzt drei alle im Call, waren jetzt am Samstag beispielsweise auf einer Trade Fair, auf einer Messe hier, wurde von der Nürnberg Messe organisiert, die Dellywood. Und die fand in Noida statt. Noida ist, sag ich mal, auch so ein weiterer Hub. Da wird jetzt momentan ein Flughafen gebaut von Zürich aus. Das heißt, die Schweizer investieren da ganz, ganz massiv. Das wird ein zweiter riesengroßer Flughafen neben dem internationalen Flughafen in Delhi. Und auf diesem Trade Fair, auf der Messe Dellywood, ne, also so ein bisschen angelehnt an das Bollywood, aber wie der Name schon sagt, Wood, ne, also das hat sich diese Messe nochmal schön präsentieren können, wo man schauen konnte, wo die sich auf Holz- und Möbelindustrie konzentriert. Das war ein sehr gutes Beispiel. Und die Messe bot auch deutschen Mittelstandsunternehmen die Möglichkeit, sich über die neuesten Trends und Entwicklungen in der Branche zu informieren und auch potenzielle Geschäftspartner natürlich zu treffen. Und um euch einfach auch mal das Gefühl zu geben, also die wurde von rund 550 Unternehmen besucht und zog mehr als über 20.000 Besucher an. Ja, also große Messegelände gewesen. Und man muss sich vorstellen, Indien ist ja auch in dem Bereich der fünftgrößte Möbelhersteller der Welt. Ne? Und beispielsweise XXL Lutz produziert in Indien, wobei nur 5% davon in den europäischen oder in den ausländischen Markt exportiert wird. Ne? 95% ist für den indischen Markt bestimmt. Und da sieht man schon, dass viele Aktivitäten gestartet sind. Es gibt viele, sehr viele Aktivitäten, die hier auch passieren. Aber leider muss ich sagen, in Deutschland oder auch in Europa oder auch in der Dachregion kriegt man wenig eigentlich mit, was auch in Indien alles passiert. Und sag mal, das Thema, wir sprechen über den German Mittelstand. Und die deutschen Mittelstandsunternehmen, die können eben von dieser Entwicklung profitieren. Und wie? Indem sie Möglichkeiten in Sektoren wie Automobil, Maschinenbau, Ingenieurwesen und Technologie erkunden. Das sind, sag ich mal, so die Hauptsektoren. Natürlich gibt es auch weitere andere Sektoren. Und der indische Markt an sich, der bietet entsprechend eine große und vielfältige Verbraucherbasis, wie anfangs erwähnt. Und das ist wirklich ein signifikanter Vorteil, gerade für diese Unternehmen. Und die Unternehmen können entsprechend auch ihr Know-how in den Nischenbereichen nutzen, um eben dieser wachsenden Nachfrage, die hier im Land eben vorhanden ist, nach hochwertigen Produkten. Da hat sich dieses Land auch sehr, sehr stark in die Richtung auch entwickelt. Ja, wenn man im Vergleich zu den letzten 10 Jahren sieht, und Dienstleistungen, um diesen dann gerecht zu werden. Also das Thema Dienstleistung, wir sprechen ja oft in Deutschland von der Service-Wüste Deutschland. Ich muss ja dieses Wording Service Desert hier erstmal erklären, weil das kennt man gar nicht. Ne? Also hier in Indien, also da wirst du hier betreut und oft ist es zu viel Service, was man hier dann entsprechend bekommt. Und dieses, sag ich mal, diesen Vorteil einfach auch zu nutzen, ja, das erleichtert natürlich auch vieles. Also man kann zum Beispiel, sag ich mal, wenn natürlich entsprechende Geschäftsaktivitäten hier laufen, beispielsweise in 15 Minuten ein Konto eröffnen, nur als Beispiel. Also sowas geht, wird jetzt nicht wirklich so stark propagiert wie so andere Länder, aber die Möglichkeiten bestehen hier, um da entsprechend auch relativ schnell dann auch aktiv zu werden. Und Indien bietet ja daher insbesondere gerade dem deutschen Mittelstand eine ganz, ganz breite Palette von Geschäftsmöglichkeiten. Einige Industriesektoren habe ich ja gerade eben aufgezählt, in den verschiedenen Branchen. Und in den letzten Jahren gibt es auch viel Entwicklung. Und ich denke, das trifft auch, sag ich mal, auf unser Netzwerk, German Mittelstand, auch zu, in Bereichen wie zum Beispiel Bildung, Gastronomie, Finanzen, Edelmetallen, also Tourismus. Ne? Da gibt es dann viele, viele Fortschritte, die ja gemacht wurden. Und
bietet entsprechend ein vielfaches oder ein vielversprechendes Umfeld für diese Unternehmen, die entsprechend nach diesem Wachstum und nach diesen neuen Möglichkeiten eigentlich suchen. Also das heißt, um euch da, sage ich mal, dieses Bild nochmal kurz zusammenfassend zu erklären, es sind erhebliche Chancen entsprechend für deutsche Mittelstandsunternehmen. Man sieht das, auch sobald man auch, sage ich mal, auf der Straße ist und rechts und links mal schaut. Ich zeige auch gleich mal ein paar Bilder. Und die auch international expandieren möchten als Hub. Man kann entsprechend dieses Land auch als gute Basis nutzen, um auch zentral gesehen in Richtung Mittleren Osten oder auch Südostasien dann entsprechend dann auch auszuweiten. Aber natürlich, der indische Markt an sich ist ja sehr, sehr dynamisch und groß und entsprechend auch die Masse hier, die Kundenmasse, die Konsumermasse, die entsprechend auch hier zur Verfügung steht. Und ich sage mal, mit dieser wachsenden Wirtschaft, die in diesem Land eben ist, also einer der großen und gut ausgebildeten Arbeitsmärkte, sage ich mal, und auch mit entsprechenden Arbeitskräften. Und es ist entsprechend auch sehr, sehr unternehmerfreundlich, muss man sagen. Gerade auch, sage ich mal, der Besuch von Bundeskanzler Scholz hat ja auch ein ganz, ganz wichtiges Signal gesetzt, um die Türen zu öffnen, um vieles zu vereinfachen. Wir hatten die Diskussion gestern mit der deutschen Botschaft gehabt, auch mit der österreichischen Botschaft. Das Signal ist genau dasselbe. Es ist eigentlich relativ egal, sag ich mal, auf welches Land man trifft. Und diese Dynamik, die spürt man dann entsprechend. Und man kann entsprechend auch nach neuen Möglichkeiten auch suchen. Ne? Und auch diese Messe beispielsweise, die wir jetzt am Samstag besucht hatten, letzten Samstag die Dollywood Trade Fair, die hat auch gezeigt, dass Indien ein ganz, ganz wichtiger Akteur ist. In dem Fall war es der globale Holz- und Möbelmarkt oder die Holz- und Möbelindustrie. Aber wo die deutschen Mittelstandsunternehmen auch die Möglichkeit haben, entsprechend diese neuesten Trends und Entwicklungen von hier aus, von Indien aus entsprechend zu steuern und auch von dieser Branche, in diesem Fall auch an andere Branchen, andere Industriesektoren zu profitieren. Und ich sag mal, wenn man zum Beispiel einfach mal was rauspickt, ne, sag mal beispielsweise das Thema Gastronomie. Ja, und das ist ja, das geht ja auch in Richtung diesem Kulturverständnis. Das heißt, die indische Küche, ja, ist ja weltweit bekannt und beliebt. Ja, es ist ja diese indischen Restaurants, die überall weltweit sind. Sie ist auch bekannt für die Vielfalt von Gewürzen und Aromen, von vegetarischen, nicht vegetarischen Produkten. Und die indische Gastronomie zum Beispiel hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr, sehr stark weiterentwickelt und bietet heutzutage sogar innovative Konzepte wie Streetfood-Markets, Foodtrucks. Und das wird dann entsprechend dann hier auch wiedergespiegelt, wo auch nicht nur diese klassischen Restaurantzweige zum Beispiel hier sind, sondern auch entsprechend dieses Erlebnis, das Experience, das Customer Experience, ganz, ganz groß und wichtig ist. Das Thema Finanzen können wir zum Beispiel nehmen. Ne? Indien ist ein aufstrebender Finanzmarkt und war es schon immer, aber mittlerweile umso stärker und hat in den letzten Jahren hat es sehr, sehr stark zugenommen, ist sehr, sehr stark gewachsen. Und das Land verfügt ja auch über eine gut entwickelte Bankenindustrie, ne, und Börsen. Und ich kann da ewig noch weitermachen, wenn man dann noch schaut über Edelmetalle, über Tourismus und so weiter. Aber ich denke, euch nur so einen kurzen Überblick zu geben, was entsprechend dieses Land auch auszeichnet, das ist halt, glaube ich, das ganz, ganz Spannende, was hier eigentlich auch passiert. Und wenn wir kommen dann gleich im Dialog dann und ich wechsle hier mal kurz rüber, nur mal ein paar Impressionen, die ich hier mitgebracht habe, die ich hier auch eingesaugt habe. Es war zum Beispiel Impressionen von der Dollywood, die jetzt in Noida stattgefunden hat, riesengroßes Messeareal. Und da gibt es auch Unternehmen, die kennt man ja bereits. Ne? Die Firma Dürr zum Beispiel hier, die Firma Klingspor ist zum Beispiel hier. Es war ein ganz großer Bereich, sieht man auf den weiteren Bildern. Hier zum Beispiel diese Initiative Made in Germany. Ja, unter dieser Flagge sind über 30 Unternehmen, haben sich hier präsentieren können. Und das ist, glaube ich, auch sehr, sehr gut. Und dieses Signal, um zu zeigen, auch diese Brücke, die zwischen Deutschland und Indien funktioniert, die funktioniert in diesem Land tatsächlich. Man kann es auch erleben als auch fühlen. Weiteres Beispiel, also das ist zum Beispiel, habe ich nur einfach mal den Messekatalog mal kurz eingescannt. Man sieht hier, es sind noch viele, es sind jetzt ein kleiner Auszug, aber wenn man auf die rechte Seite schaut, Coatings, Furniture Manufacturing Supplies, Machine Tools, Woodworking Machinery. Nur mal auf diese Bereiche einmal konzentriert. Es gibt so viele Möglichkeiten, gerade für die Unternehmen, wo sie nicht nur beispielsweise in Machine Toolings unterwegs sind, sondern auch für Plant Industry, für Woodworking Machinery und so weiter. Also da gibt es dann quasi diese Diversität an Möglichkeiten, die von diesem Land aus letztendlich auch genutzt werden. Dann waren wir noch als Beispiel für gerade für Mittelstandsunternehmen,
nochmal wichtig, das ist zum Beispiel die Firma Vega, die wir besucht haben jetzt letztens. Das ist zum Beispiel ein klassisches Beispiel für ein Industriegebäude oder für ein Bürogebäude mit Produktionsfläche in Indien. So kann es zum Beispiel ausschauen, wenn man hier entsprechend seinen Standort aufbauen will. Man kann natürlich immer starten mit einem kleinen Vertriebsbüro, aber letztendlich, wenn das Ganze dann größer wird, da gibt es dann auch Flächen, wo man entsprechende Flächen dann auch anmieten kann, sogar kaufen kann. Das gibt es jetzt Möglichkeiten auch für ausländische Investoren. Der Markt ist sehr, sehr offen und diese Möglichkeiten zu nutzen. Anderes Beispiel von heute Morgen beispielsweise, die Firma IKEA ist ja auch sehr, sehr präsent mittlerweile in Indien und baut sehr oder kauft sehr große Flächen auf in den Städten. In Deutschland oder in der Dachregion ist ja IKEA meistens draußen in den Industriegebieten. Hier passieren Sachen, die kann man sich nicht so wirklich vorstellen. Also zwischen Wohngebäuden entsteht hier gerade momentan ein riesengroßes Areal, wo zum Beispiel IKEA mit verschiedenen Unternehmen hier zusammen so einen IKEA-Markt dann aufbauen. Und nochmal als Beispiel, man sieht auch, wenn man durch die Straßen fährt, riesengroße Gebäude, das sind die größten Fortune 500 Companies hier. Wir haben jetzt zum Beispiel Siemens hier drin, wir haben einen Gartner drin. Die großen Konzerne, als auch Mittelstandsunternehmen, die Büros in solchen hochmodernen Büros haben. Ich war selber erstaunt, als ich, sage ich mal, diese 30-spurige Autobahn gesehen habe. Und das sind so Sachen, das passiert nicht nur hier, sage ich mal, in Delhi oder in Gurgaon, das weitet sich mittlerweile auch nach ganz Indien aus, von der Infrastruktur, von der Logistik her, vom Supply Chain her. Das macht das Ganze natürlich einfach. Wir sprechen teilweise auch von 35.000 Kilometer Autobahninfrastruktur, die jetzt mittlerweile aufgebaut worden ist. Ich habe jetzt unten links zum Beispiel IKEA-Fläche in Gurgaon. Das ist jetzt eine riesengroße, man kann sich kaum vorstellen, Fläche, die momentan gebaut wird. Ja, und rechts hatte ich hier unten nochmal ein Foto gemacht vom G20-Gipfel. Es zeigt auch, dass Indien ein ganz, ganz wichtiger Markt geworden ist, aus indischer Perspektive, das ist nämlich auch ganz wichtig, als auch für ausländische Unternehmen, die nach Indien reinkommen wollen, dass der Markt geöffnet wird, dass der Markt vereinfacht wird und entsprechend dann auch die Möglichkeiten auch angeboten werden. Und gerade heute Morgen, ich war vor 2 Stunden auf dem Weg ins Büro, habe mir noch einen Kollegen noch besucht gehabt und das zeigt für mich so ein bisschen das Thema Incredible India und dann können wir gleich im Dialog dann übergehen. Dieses Foto. Also wir haben ein ländliches Gebiet und ein Maybach beispielsweise. Und das ist eigentlich, was Indien ausmacht in einem Bild. Andy. Ich hoffe, oder Werner, ich hoffe, ich habe euch so ein bisschen mal ein paar Impressionen mal rübergeben können. Ja, das ist incredible. Da poppen gleich so viele Fragen hoch. Ja. Ich glaube, fast unbestritten ist, dass Indien spannend ist. In allen den Dimensionen, wie du es auch dargestellt hast. Ich habe da noch ganz viele Fragen, die wir wahrscheinlich jetzt nicht erörtern, aber man liest natürlich auch über, was sind Dinge, die mich interessieren. Ich fange mal hinten an. Umwelt, Kohle, Ölverbrauch, CO2-Fußabdruck war auch in dem Artikel zu sehen. Wie ist da die Einstellung der Bevölkerung? Das ist so ein Thema, was man sicherlich mal behandeln könnte. Generell auch dieses enorme Bevölkerungswachstum ist ja wahrscheinlich auch mit Wachstumsschmerzen verbunden. Auch das könnte man breit diskutieren. Machen wir vielleicht bei weiteren Briefings an der Stelle, nicht heute. Wenn ich jetzt, ich sehe gerade den Alexander, guten Morgen. Alexander, ich nehme dich jetzt als Beispiel. Alexander sagt jetzt, Mensch, ich finde Indien spannend. Ich würde mich gerne mehr mit dem Markt beschäftigen. Oder ja, ich bin jetzt ein einfacher, mittelgroßer, kleiner Unternehmer, aber Indien finde ich spannend. Was sollte ich denn tun aus deiner Sicht? Wie sollte ich denn dem annähern? Namaste erstmal. Namaste in der Runde. Ich würde 3 Stichworte in der Runde werfen, weil ich einigermaßen, glaube ich, mich in Indien und indische Kollegen auseinandergesetzt habe bei Wipro und bei Cognizant. Ich habe 5 Jahre in Großkonzerne verbracht. Und ich würde 3 Stichworte in der Runde bringen. Entrepreneurship, also von Großkonzerne bis zu Startups, kleine Unternehmen. Multikulturell, multicultural, also über 30 Sprachen, offizielle Sprachen, wahrscheinlich letztendlich über 100. Und Demokratie, Democratic Attitude. Das sind 3 Stichworte, die mir sozusagen ins DNA gegangen sind, nach 5 Jahren Arbeit bei Cognizant und bei Wipro. Und sehr erfolgreiche Projektmanagement, basierend auf, würde ich sagen, auf eine sehr persönliche Beziehung mit den Kollegen. Also Familie, persönliche Beziehung, Wertschätzung, selbstverständlich, respektvoll, demokratisch, aber auch das
vierte Stichwort, was wir Deutsche von indischen Kollegen lernen können, ist Hospitality. Also Hospitalität, Gastfreundschaft. Das ist absolut spitze. Also es ist eine, wie soll ich sagen, biblische Gastfreundschaft, die ich sonst nirgendwo erlebt habe. Und das wollte ich in der Runde werfen, weil wenn man diese vier Begriffe jetzt im Kopf behält, glaube ich, sind einige Türen automatisch geöffnet. Es ist viel einfacher, als man denkt. Absolut. Und da kann ich nur dem beipflichten, beziehungsweise habe nichts auszusetzen daran. Und das merkt man hier entsprechend dann auch. Ne? Also ich sage mal, hat diese Gastfreundschaft, dieses Menschliche, dieses soziale Miteinander, das wird hier natürlich sehr, sehr groß geschrieben. Und das spiegelt sich, sage ich mal, nicht nur in der Gesellschaft. Und entsprechend, wie es der Familie geht, wie es den Kindern geht, das sind, sage ich mal, Fragen, die hier ganz normal sind. Ne? Und auch dieser Spirit, Entrepreneurship beispielsweise, dieser unbändige Wille an Wissen, was man sich akquirieren möchte, als auch, sage ich mal, das Wissen zu teilen, erfolgreich zu sein, das ist tatsächlich, wie du sie ja auch gerade eben erwähnt hast, das Thema, das ist hier in der DNA letztendlich drin bei den Menschen. Ne, dieser unbändige Wille, nach vorwärts zu kommen und entsprechend was umzusetzen und dadurch auch entsprechend dann auch die Tür geöffnet zu haben, seid Teil von uns. Ne? Lasst uns was zusammen machen. Und das merkt man ja tatsächlich. Gerade dieser G20-Gipfel hat es ja auch nochmal gezeigt, also das zumindest, was ich jetzt aus den Medien noch nochmal entnehmen konnte, dass entsprechend dieser Markt, man muss einfach auch hier sein, ne? Also hier vor Ort sein, man muss sich das auf jeden Fall mal anschauen, um dieses Gefühl dann auch zu bekommen von dieser Herzlichkeit, von dieser Gastfreundschaft, von den Möglichkeiten, die, sag ich mal, auch gerade den mittelständischen Unternehmen auch geboten wird hier, diese Vorzüge, als auch dieses, sag ich mal, auch zu wachsen. Ja, das ist ein Wachstumsmarkt. Ne? Also ich sag mal, wenn man hier in der Bank seine Rupien oder seine Euros oder Dollars hat, wir sprechen von 6-8% von Zinsen, die man hier in der Bank hat. Ne? Das, in Deutschland kann man gar nicht drüber nachdenken. Ne? Da sind wir jetzt bei 2%, glaube ich, Schluss mittlerweile. Und das hat eigentlich beides. Einerseits dieses Kulturelle, als auch dieser Fokus auf das Wirtschaftliche, auf dieses Thema Business. Diese Themen sind eben ganz, ganz eng verknüpft. Was auch im Leben, im Alltag. Sollte man vielleicht, vielleicht in Deutschland Geld leihen und in Indien anlegen. Das wäre doch mal ein ganz guter Trick vielleicht. Aber da gibt es vielleicht noch ein Währungsrisiko. Möglicherweise. Nee, aber tatsächlich, wenn du es gerade ansprichst, Andi, ich habe mir das selber mit eigenen Augen jetzt auch gesehen, gerade wie hier auch Immobilien gerade momentan gebaut werden. Es ist verrückt. Ne? Also das heißt dann auch in Immobilieninvestments, die man hier hat, auch entsprechend, wie du auch sagst, investieren in Finanzgütern hier. Die Möglichkeiten sind hier, gerade auch für Ausländer, sage ich mal, gerade aus Deutschland, ohne diese Hürden, die man da hat, ohne diese großartigen Steuerherausforderungen. Das wird alles mittlerweile auch viel online natürlich auch gemacht. Aber es hat mir trotzdem ein bisschen ausgebüxt bei meiner ursprünglichen Frage. Jetzt nehme ich mal mich als Beispiel. Ich will jetzt irgendwie, ich finde es spannend, ich überlege mir mit meinen Produkten in Indien auf den Markt zu kommen, weil riesengroßer Markt ist bald das bevölkerungsreichste Land der Welt, überholt China, wenn man das in den nächsten 2 Wochen, habe ich gelesen. Wie nähere ich mich dem? Ich kann ja nicht einfach sagen, ich fahre jetzt mal nach Indien und eröffne da irgendeinen Laden oder sowas. Das wird aber nicht so einfach sein. Also was würdest du mir empfehlen? Wie gehe ich damit um? Was könnte ich tun? Tatsächlich, ich sage mal so, herkommen, anschauen und eröffnen ist eine Möglichkeit, kann man machen. Andererseits sage ich mal, welche Produkte biete ich denn an? Ist dieses Produkt für diesen indischen Markt oder für diesen indischen Subkontinent entsprechend auch sag ich mal, passend. Ne? Aber in der Regel passt das ja, weil wir haben ja so einen ganz, ganz großen Verbrauchermarkt hier entsprechend. Unternehmen hier zu gründen ist relativ einfach. Von den Schritten her gesehen, ich würde dann eigentlich ganz, ganz gern mal auf meinen Kollegen dann eigentlich mal umswitchen, ja, wenn es in Ordnung ist, weil er das auch, sag ich mal, seit Jahren auch schon gemacht hat, hier zu Shavikesh. Shavikesh, we are just currently talking about the steps, how to set up, or what should be the first steps, what should be considered to set up a company here in India, if a German company wants to set up here or something. What should they consider? I mean, you have done this as well for many years. Yeah. I think the first most important thing is to understand whether there's a market or not. You know, typically what the German companies think that India is a 1.4 billion people country. So there would be a big market. But many times they don't realize that the German products are very niche, high quality products.
And while there is a market in India, it may not be as big as a 1.4 billion population would be. So typically, they should consider the size of the market in India as the market in the US. So for all practical purposes, the population which a German company typically should target is about 300 to 350 million people, which is around the size of the population of the US. That is where the middle class is, which is the real consuming thing. So consuming is a society. So the first thing, ideally, if you have no prior experience, is to do a market assessment and then see that how much of that market, if the market size, let's say, is let's say 1 billion euros. Out of that 1 billion euros, how much of that can you achieve in what time? Germans are very good in planning, right? And I would say that this is one important part of planning, especially when it comes to India, that you must invest your time in. And it's worth the investment. Many times German companies, you know, they are influenced by their neighbors, for example, a neighboring company. Or when they go to exhibitions, they get enamored, okay, let's also go to India. Without doing some homework on what exactly they should be targeting in India or who should be targeting. So that is the aspect from the business side. Then, of course, there are legal aspects on what form of the company should you set up and all. I mean, that's where Kuldeep and, you know, his team help the clients or companies. But most important is, and India now is a very, in a very unique situation. And Tomal just showed you a Maybach in a village, actually, kind of a village, right? Which would be very difficult to see in as many countries, and especially the fast and growing country like India. The economy is already $3.5 trillion, fifth largest in the world. So that is one area. And there are, because of the government's focus on high technology areas now, and Tomal is already in a technology domain. So there are several areas, new areas which are coming up where the German companies can actually, because you already always know you are ahead of the curve in terms of technology development, whether it's automotive, whether it's now software as well, or you know, other machine making building, which is hardcore, you know, German expertise. That is what now is India offering as a market that you would have. So. Yeah, thanks a lot, Shavikesh. So ich würde es mal auf Deutsch mal ganz kurz zusammenfassen dann. Das heißt, sind eigentlich vier Punkte, die es eigentlich zu berücksichtigen gibt. Also was Shavikesh gerade schön zusammengefasst hat oder kurz mal ausgeholt hat, man muss den indischen Markt erstmal anschauen, quasi ein Assessment machen. Ne? Das heißt, ist dieser Markt für mich da? Was für ein Produkt möchte ich hier anbieten? Ne? Das heißt, wer ist meine Zielgruppe? Ich habe ja anfangs ja ein paar Mal schon erwähnt, das ist eine große, große Verbraucherbasis. Auf jeden Fall hier, die Produkte, die ich habe, müssen die dann auch angepasst werden, entsprechend auf den Markt? Und welche Regularien soll ich denn entsprechend, müssen denn entsprechend befolgt werden? Das heißt, was für eine Unternehmensstruktur soll denn gegründet werden? Und welcher Industriesektor ist denn letztendlich für mich? Und wenn wir auf deine Frage nochmal zurückzukommen, Andi, das heißt, wenn ich jetzt einmal mal da sitze, habe ein Unternehmen und möchte nach Indien, der erste Schritt wäre, den indischen Markt erstmal zu verstehen. Ja, das heißt, ist dieser Markt für mich geschaffen? Wenn ja, möchte ich klein starten oder was ist denn mein Ziel letztendlich? Möchte ich mit einem Service starten oder möchte ich dann entsprechend auch Produkte auch in diesem Land produzieren? Und entsprechend diesem kann man sich dann entlanghangeln und dann entsprechend sein Portfolio dann vom indischen Markt aus dann entsprechend dann aufbauen. Vielen, vielen Dank für die Ausführung. Thank you very much. Meine Frage geht aber dann noch ein Stück weiter, weil das ist jetzt sozusagen der theoretische Ansatz. Das ist klassische Marketing-Betriebswirtschaftslehre. Ja, Markt eruieren, checken, alles gut. Wer hilft mir? Kann ich dich anrufen und sagen, Tomal, kannst du mir mal helfen, den indischen Markt zu eruieren? Wer macht dann das für mich? Ich kann ja schlecht, wo soll ich die Zahlen, Daten, Fakten herbekommen? Das ist doch das eigentliche Thema. Wie schaffe ich das Netzwerk, die Beziehung, die ich brauche, um dort erfolgreich zu sein? Das ist doch eigentlich eher für mich eher die Frage. Das andere ist die Theorie. Und der andere Fall ist, du musst verstehen, was muss man denn machen, das nochmal ins Gedächtnis zu rufen. Aber Andi, genau, deine Frage, genau. Also auf mich dann zukommen, auf den Kuldeep dann zukommen. Ich meine, K&M an sich, also sie sitzt ja in Indien, ich sitze ja in München oder in Starnberg, ne? Das heißt, die haben ja diese Brücke entsprechend gebaut, ne? Und das heißt, wenn da Fragen sind, wie kann ich das machen, wie sieht der indische Markt aus, Zahlen, Daten, Fakten und so weiter, das kriegt ihr alles von mir dann, ne, entsprechend und auch, sag ich mal, entsprechend dann auch die nächsten Schritte, die man dann gehen kann, gemeinsam. Es geht ja nicht darum, mal irgendwie mal schnell in den Markt reinzukommen, sondern auch nachhaltig. Und da können wir euch auf jeden Fall
helfen. Und ihr habt auch, Entschuldigung, ich hoffe, ich komme nicht zu kritisch rüber. Ich frage nur sozusagen mit Interesse unserer Mitglieder und unserer Freunde. Ihr habt dann auch die Connections sozusagen in Indien zu den verschiedensten Behörden, auch zu den deutschen Stellen, deutsche Wirtschaftskonsul und so weiter, um entsprechende Hilfestellungen zu vermitteln zumindest mal. Und auch wenn man sich vielleicht nicht selbst... Genau, also ich sage mal zum Beispiel zur AHK, das ist ja der klassische Anlaufstelle, diese Chamber of Commerce mit der deutschen Botschaft. Auch, sage ich mal, entsprechend auch Mitgliedschaften auch in weiteren deutschen Associations hier in Indien. Und das Netzwerk ist halt hier tatsächlich sehr, sehr, sage ich mal, sehr, sehr vertieft auch, ne, im Austausch. Und da kann man da auf jeden Fall euch auch unterstützen. Wir planen ja übrigens an der Stelle auch eine Delegationsreise für nächstes Jahr nach Indien, eine Unternehmerreise. Und Achtung, das, Spoiler. Kurzer Spoiler, Achtung, genau. Aber ich sag mal, ich habe es jetzt selber gemerkt, ich bin seit ein paar Tagen jetzt hier, herkommen, anschauen, erleben. Und nur damit kann man dann entsprechend dann auch sehen, ist der Markt was für mich oder nicht. Und wenn man sagt, ja, es ist super, der Markt ist da für mich, dann ist natürlich klar, lasst uns dann sprechen drüber. Ne? Okay. Und wie komme ich quasi in diesen Markt dann rein? Dann würde ich jetzt mal sozusagen abrunden. Also Thomas, bist erstmal für alle aus in Deutschland ein perfekter Ansprechpartner und dann in Indien haben wir mit Kuldeep einen wunderbaren Botschafter, der uns dort vertritt und der sehr, sehr gastfreundlich ist und einfach ein klasse Typ ist. Also so ein guter Ansprechpartner, um da weiterzukommen. Ich freue mich auf weitere Briefings bezüglich Indien. Ich glaube, also mich würde noch viel mehr interessieren, wie soll ich das, ich formuliere es mal salopp, wie ticken denn die Inder im Verhältnis im Vergleich zu uns Deutschen? Wo seid ihr anders, wo seid ihr gleich? Welche unserer Vorurteile sollten wir besser über Bord schmeißen? Und welche sind vielleicht auch richtig? Es ist ja nicht immer alles falsch. Das würde mich sehr stark interessieren. Ich glaube, das wäre ein gutes Thema für ein nächstes Briefing. Und dann natürlich noch so andere Fragen. Ich würde mich auch interessieren, wie gut ist eigentlich die Demokratie, wie gefestigt? Das ist auch immer so ein Thema. Ja? Man hat ja auch, Russland war ja vor 20 Jahren auch noch angeblich eine Demokratie. Ja? Das ist ja auch so eine Sache. Was ist, da steckt da wirklich dahinter? Also auch das würde mich interessieren, weil ich es einfach nicht weiß. Und ich fände das unheimlich spannend, mehr über dieses wohl sehr schöne Land, das ich leider noch nicht persönlich kenne, zu lernen. In diesem Sinne... thank you, Kuldeep. Thank you to everybody here in this circle. And ich hoffe, dass wir uns demnächst persönlich sehen und spätestens auch beim nächsten Briefing hier per Video. Nochmal. Gerne. Vielen Dank euch fürs Dazukommen. Thank you.